animiert. Danke fürs Zuhören. Meine Einladung, das Schandmann ist hier heute, um ein bisschen musikalisch zu untermalen, was nicht von der Büchse kommt. Wer kann hier nicht lesen? Okay, gehen wir davon aus. Die meisten können lesen. Was steht da? Prüfung? Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Wir werden es jetzt einmal üben, dass wir alle das gemeinsam sagen. Ich sag's einmal vor und dann alle gemeinsam. Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Das werden wir heute noch ein paar Mal haben. Ja? Wohl an, geehrte Gäste, Ehrengäste, Freunde, Verwandte, Bekannte und Unbekannte. Seid herzlich willkommen. Gott grüßt die Kunst! Gott grüßt die Kunst! Wir Jünger der wohledlen schwarzen Kunst und Hüter des guten bergischen Erbes werden heute nach vollzogener Wassertauf ad posteriorum in Anwesenheit sämtlicher Meister und Gesellen der Kremser Offizien Trokoschina nach altem Brauch die Aufnahme der Konuten in den Kreis der Schwarzkünstler besiegeln. Wohlan, es muss das grobe Schwein mit besonderem Fleiß behobelt sein. Den alten Kunstgebrauch zu ehren, den er sich weder sträuben noch wehren. Er hält die üblichen drei Stöße auf den Arsch und zappelt dabei wie ein Barsch. Darauf bezahle er blank und bar das altbekannte Gauchonova. Sind schon alle weg? Okay. Nun lasst die Wasser laufen. Lasst uns das Packzeug kaufen. Johannes Gutenberg zu Mainz am Rhein. Er mag im Geiste Zeuge sein. Gott grüßt die Kunst! Gott grüßt die Kunst! Na dann, auf geht's! Packer, packt an! Lasst Ihren Corpus Posterium fallen auf diesen nassen Schwamm. Es triefen beide Ballen. Der Durstkensel, ein Sturzbad geben oben drauf. Das ist der Tochter Gutenbergs die allerbeste Tauf. Lisa Farngruber. Unsere Lisa, frisch gebackene Druckvorstufentechnikerin, lacht ihre Kollegen 8 Stunden am Tag am Stück in Grund und Boden. Ganzjahres Solarium-Liebhaberin. Packer, runter mit der Farbe. Irgendwie habe ich das Gefühl, sehr schweißtreibend wird das halt nicht. Zumindest nicht für die Leute, die nass werden. Wie schaut es aus, die Herren? Geht es schon weiter oder braucht ihr eine Getränkepause? Was steht an? Der Nächste? Der Nächste, okay. Packer packt an. Lass deinen Corpus posteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm, bis riefen beide Ballen. Der Durst den See, ein Sturzbad gebe oben drauf. Das ist dem, der jetzt ankommt, die allerbeste Torf. Harry Schindelegger. Oh! Doch im Babylon-Render, Mensch! Schaut's doch im Babylon-Render! Der Harry.
Gastronomen und Hans Dampfs in allen Catering-Gassen. Hoffentlich taucht er heute rechtzeitig wieder auf. Ich habe Angst um unser Essen. Bitte sehr. Packer dürstet. Gott grüßt die Kunst! Gott grüßt die Kunst! Ja, wenn ein Packer dürstet, dann muss da wohl ein Brand gelöscht werden. Packer, packt an! Lasst seinen Corpus posteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm, des Triefen beide Beine. Der Durst kennt Sehe, ein Sturzbad gebet oben drauf. Das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Tauf. Karl Schauer. Der liebe Karl, ihr kennt ihn nicht oder wenige kennen ihn. Oberösterreicher und KBA-Druckmaschinenverkäufer, das heißt unsere Druckmaschine. Dafür muss er jetzt rein. Besitzt einen Gauschbrief ohne gültiges Siegel. Oh, oh Jammer! Das geht gar nicht. Packer, lass die leiden! Packer, packt an! Lasst deinen Corpus posteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm, des Triefen beide fallen. Der Durst kennt Sehe, ein Sturzbad gebe oben drauf. Das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Tauf. Und jetzt kommt ein Eigengewächs. Florian Zeiser! Unser Florian. Seines Zeichens Offset-Drucker. Da hinten steht mein Freund Fritz Blanke aus Oberösterreich, der würde sagen, der ist Wasserpritschler, stimmt? Er nickt. Haha, ich hab was gedacht. Das ist auch einer, der lässt sich privat im Hotel Mama gut gehen. Und schaut ihn an. Er trägt aktuell die Restfarbe seiner Druckmaschine und unsere grüne Druckweltanschauung ganz offen zur Schau. Und dann gab es noch einen Fluchtversuch. Oh. Das wird hart. Bitte, meine Herren. Ja, und der Fluchtversuch hat ihm
die Haare gekostet. Könnte mir nicht passieren. Drei Meter tough, das Haar hält. Packer packt an. Lasst seinen Korpus posterior fallen auf diesen nassen Schwamm. Es triefen beide Beine. Der Durst kennt sehr, ein Sturzbad gebet oben drauf. Das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Taufe. Hannes Klavanowitz. Es wurde gefragt nach einem wärmenden Schnaps. Der Hannes ist gut drauf, der möchte einen Schnaps. Im selben Glas. Und ich wollte schon fragen, ein Achter oder Vierter? Kommt ein ja, Schnaps? Aber fangen wir mit dem Haarschneiden an. Gut. Hannes Klavanowitz vertritt heute unseren Kunden Krösus Spar. Das ist Kundenpflege, was? Kennt ihr alle Börsen zu mir sagen, Herr? Mach mal. Das Zeitmanagement wurde nicht für ihn erfunden. Daheim sind die Rollen klar verteilt. Seine liebe Gattin nennt er Chefin. Gibt's noch Wind? Schnaps und Bier, der könnte Deutscher sein. Ich hab gesagt 27 Grad. Ey. Der Heiners hat gesagt, er möchte 27 Grad Lufttemperatur, dachte ich. Ab mit ihm. Nicht fertig. Fühlt sich alle wohl? Alle noch trocken? Fein, wird sich ändern. Packer, packt an. Lasst ihren Corpus posterior fallen auf diesen nassen Schwamm. Es triefen beide Beine. Gedursten Seel. Ein Sturzbad gebet oben drauf. Das ist der Tochter Gutenbergs. Die allerbeste Kauf. Sabine Meyer. Sabine Meyer gehört längst zum China-Inventar. Als gute Seele und Ruhepol der Buchbinderei wird sie auch liebevoll Bubi-Mama genannt. Sabine, magst du schon baden gehen? Nein? Ist uns egal. Yeah!
Packer, packt an. Lass deinen Corpus posteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm. Es triefen beide Beine. Der Doskenseer in Stoffsbad gebe da oben drauf. Das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Tauf. Oliver Simon, der flüchtet. Oh Gott. Das war hart. Oliver Simon, langjähriger Freund aus Sachsen-Anhalt. Und Weltenbummler. Wurde vor vielen Jahren in Kalbe an der Saale, sind einige da? Nein? Von Bullenkalbe, okay. Von mir persönlich von seinen Sünden reingewaschen. Geholfen hat es nichts. Und einen gültigen Gouchbrief besitzt er auch nicht. Oh, oh Jammer! Packer, das gehört dringend nachjustiert. Wer den Gouchmeister angreift, der bleibt im Fass. Der bleibt im Fass. Wie lange? Mindestens bis morgen. Und damit er nicht so einsam ist, setzen wir eben noch jemanden dazu. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Manfred Halberger. Oh, oh. Manfred Halberger, noch ein Oberösterreicher, Kunststoffliebhaber und 3D-Druckpionier, ist nämlich ein treffender Partner. Lieber Manfred, ja, ich höre. Auch Wasser ist dreidimensional. In der Rotation. Atme die. Ich zieh mir meine Socken auf. Ja, bitte. Ich grüße dich an. Danke, Herr Neckbusch.
Für alle, die noch unten stehen, Entspannung, wir sind durch. Habe ich da ein Buch gehört? Und jetzt kommt nur noch der Ehreneid und alle, die gegoucht wurden, bitte auf die Bühne. Backa, Backdam! Von Brauch und Sitte habt ihr im Namen von Altmeister Johannes Gutenberg die Wassertauf ad posteriorum empfangen. War mal halt der Ruhe. Es war notwendig, den Unfug, die Fehlerhaftigkeit, die Mohrerei und die Jubelei zu beseitigen und von euch abzuwaschen. Warum mich das betroffen hat, das weiß ich nicht. Du bist der Schlimmste. Wie bitte? Ach, der Schlimmste. Okay. Ihr sollt vor diesem ehrwürdigen Forum bekennen und versprechen, dass all dies nicht mehr vorkommen soll. Und ihr von euren Sünden freigewaschen seid. Ist es so? Dann sprecht mir nach. Es sei künftig mein Bestreben. Es sei künftig mein Bestreben. Stets ein tugendhaftes Leben. Stets ein Also das war mager, das üben wir nochmal. Es kommt sehr zögerlich. Es kommt sehr zögerlich. Was ist da los in Österreich? Stets ein tugendhaftes Leben. Stets ein Leben. Vergessen wir es. Stets ein Leben. Okay. Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Das war's.